Hallo und herzlich willkommen zu The Slawmancer. Das ist, ich glaube, ein Roguelike war es. Wir gehen einfach direkt mal rein. Brian McRipped. You are the man. So much strength. Come on, one more. There you are. We've been waiting for you. First of all, my name is Brian. Brian McRipped. You may have heard of me. I'm the champion of this kingdom. I'm in charge of keeping the people safe, thanks to my incredible abilities. I could talk about myself all day long, but we don't have much time. Strange things are happening in the graveyard of Adreard. Skeletons are coming out of the ground and spreading terror. It's the gravedigger who has given us the mission to fight and defeat him. To start, he can return to work as soon as possible. But mission to fight and defeat demo. However, I'm facing a problem. Oh, my nose, Leute. Oi, oi, oi. Personal nature, which unfortunately prevents me from taking care of this quest. That's why I'm calling on great adventurers like you. The innkeeper told me that he would find me strong candidates, and I'll say that I am quite surprised. Nonetheless, I only need one person for this mission. Who would like to participate? The Mighty Knight. Did you say fight? Ah, well then. That won't be possible. I have a solid armor, but it's absolutely not enough to compensate for my weak damages and my total inaptitude to elemental magic. I would be completely useless. No, not me. I came because I was told that there would be croissants. I have so little resistance and vitality, that is ridiculous. Yes, I have a decent attack speed, but my damage is non-existent. I am not appropriate choice at all. For the mighty knight, the fierce huntress, or the mischievous mage. My grandfather forced me to come, so pretend I don't exist. Yes, I can cast a spell or two, and they are rather devastating, but as much for me as for others, I'm a real public danger. You know, the mage. Well, I would have preferred someone else, but we'll just have to make it do it. Einen Moment, ich muss ganz kurz muten. Ich muss mute button. Shit. Okay, okay. I can see you are lacking equipment. Why don't you start by visiting the old Adam Nostrus at the east end of the village and ask him to give you one of my old weapons and then come back to me. Oh, and pick up my protein drink on the way. Chef Jean-Pierre prepares it for me. Oh my god. Sorry. The village is not that big, but I took the liberty of marking these two points on the map. You never know. Hold WASD to move and use the mouse to aim. You can also opt for click to move controls. Got it. Hallo, mighty. Oh, the gravedigger. Diese Laufanimation. Wir können auch den Moonwalk und so. Ja, Leute, wie gesagt, ich glaube, das ist ein Roguelike. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe es vor ein paar Tagen gekauft. Go away, it's a well-attended place here. What the? I have no time to waste with an adventurer. You want to steal cheese from me, is that it? Ah, you're here for Brian's drink? I didn't have time to make it, but there's everything you need to the table right there. You just have to follow the instructions scrupulously. There's a brand new recipe that I received this morning. I would like to know what he thinks about it. On the table there's a piece of... Okay. Okay, wir reden jetzt nicht alles, Leute. Wir lesen jetzt nicht alles.
Oh, cute. Hallo, Nostradamus. Hey there, adventurer. Hello. My name is Adam Nostrus. Among many of other things, I'm in charge of the Shrine of Champion. Ja, ja, ja. Gib mir meine Waffe. Wir wollen direkt rein. Does your mana. For short of mana, you will not be able to cast skills that require mana. Got it. New Slow Reaper found. Adam Nostrus stuff. Oh mein Gott. Es gibt 15 Seiten mit Waffen. Ich mach ein bisschen leiser, Moment. So. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu laut ist. There you are. I see you found a weapon. Now we can get to it. Do you think about a protein shake? Thank you. Poisoned. My drink. I'm dying over here. Oh. What the... What happened to me? In the name of Ara, I am completely dead. That's the end of me. My divine body, my muscles, my silky blonde hair. Just look at me. Look at me. What have I become? This is a disaster. Oh, Brian, you're dead. It's not the end of the world. You've been through this, through other trials. It's not that bad. You just need to back up. A backup plan. Well, it's decided. You're on your own. I'm going to retire. Huh? Well, no, that's new. What happened to the others? Huh. Die wurde auch weg. Boah, oh oh. Oh, läuft der aber schnell. Help! Sir Brian, help! It's a disaster. All the villagers have disappeared. Help us, Sir Brian. What the, Sir Brian? This is a disaster. Sir Brian is dead. Our champion is dead. Everything is over. Things are getting out of hand. So much for retirement. For lack of anything better, I think you're going to have to get out of this mess. Let's start by going to see the king. Beware the village. Okay. Whenever you kill an enemy, you also reap his slorm. The essence that brought him back to life. You will eventually be able to upgrade your skill with the slorm. Oh, nice. Gib mir Slorm. Oh, hier hoch. Und dann kommt dann gleich der King. Ist das Slorm? Ups. Hallo, König. It's a disaster. My faithful Alyssa. My dear Alana. Gone. Ah, who are you? Ah, yes, you're the adventurer. All is not full of stuff at all. Ja, alles sind weg, bla bla bla. Wir gehen in den Dungeon, glaube ich. This is Slawmancer's Seal. It can only be here. That vile scoundrel must have planned my assassination. His plan is now in motion. He knew that only a champion like me could oppose his immense power. Oh my god. The Slawmancer is back. Listen, we can hear voices behind the door. Oh my god. Here we go, the champion is dead and I have deprived the old king of this castle. A very slick move. All we have to do is take care of Elena so that I can finally get my old powers back. Yes, master. Well, well, someone is listening and everyone I made everyone disappear. That's fine, I have other options. Other options do nichts bringen. What happened? Ja, ja, ja. Wir gehen da rein. Na doch nicht. Wir gehen erstmal nach hier unten.
kann ich hier Upgrades machen. Auf I, aber nix. Auf C. Ah, schau mal hier. Hier kriegen wir noch mehr Skills. Ich bin Level 31. Orb auf die Arcane Master. Holy moly. Was? Devoted Scholar? Phlegmatic Caster? Oder Arcane Commander? Oh mein Gott, es gibt sogar mehrere Skill Trees und so. What? Oh, what? You took it out. When the leg goes down, it falls to zero, you lose. Okay, wir haben King, wir haben Alistair. Vom König gerettet. Ah, da hebt uns das Gold auch und so Sachen, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Also wir haben genug geredet, Leute. Ich will rein. Rein! Schau dir mal so viel Text. Ah! Oh. Let me in. Achso, hier unten ist die XP-Leiste. Press F for respect. Na, hier ist jetzt ein Dungeon, der Graveyard. Cool. Wie viel kriegen wir denn für so einen Kill? Wir haben jetzt gerade 500. Okay. Alter, war das laut. 4 bis 5 Elemental Damage. You gain XP every time you slay an enemy. Okay. Much strong. So wow. Ah, ich kann einen Point spenden. Weg. Aha. Oh, nein. Oh, nein. Willpower. Oh mein Gott, ist das nicht. What? I guess. Das macht nämlich Magie ziemlich hoch. Wir können die anscheinend auch die ganze Zeit umskillen. Kriegen wir Ray of Obliteration. Level 10. Dann können wir Spezialisationen freischalten. Defeat most enemies. Das ist wahrscheinlich, wenn man Koop spielt. Was war da gerade? Mir wurde gerade was angezeigt als hier. Armor und Raw Damage. Das ist Slorn. Glaube ich. Also ich würde euch auf jeden Fall noch den zweiten Skill zeigen und den will ich auch gerne sehen. Elemental Resist, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es so Diablo-like war. Moment, ich schau mal ganz kurz, okay. Doch nicht, doch nicht. Okay, schau ganz kurz, okay? The Slormancer. Steam. Nicht Steam Key. The Slormancer on Steam. Ah, Hack and Slash Action RPG Dungeon Crawler. Da habe ich mir nur geholt, weil es ganz cool aussah. Nicht, ist kein Roguelike. Also ist Dungeon Crawler, so Diablo-Style-Game, würde ich mal sagen. Auch mit dem
Equipment sammeln, leveln und so. Also der Skill, den wir haben, der ist gerade nicht so berauschend, ja. Okay, wir haben 25 ungefähr. Das muss mal weniger gegeben haben, weil wir eine komische Zahl haben. Achso, der Bogenschütze hat wahrscheinlich anders XP gegeben. So, einmal kurz hier. Movement Speed, Mana. Hier holen wir uns natürlich Geld, wenn es mit Durchlaufen einfach kaputt geht. Ein Korb macht jetzt sicher auch Spaß. Defeat most enemies. Gleich haben wir das Level up. Oh, noch nicht ganz. 7 Raw Damage. Oh ja. Schade, ich hab gedacht, wir können jetzt One-Hit. Aber es kommt dann. Gleich. Yep, Secondary Skill haben wir. So. Movement Speed. Oh, der Cooldown. Also richtige Cooldown, wow. Ja, nicht schlecht. Ich ziehe doch gar nicht so viel Mana ab, wie ich gedacht habe. Oh, Victory, cool. Slow Read Experience Gain Goldus earned. Breach closed, Elite slain, Average DPS, Alter. Ancestral Strikes, Highest Ancestral Damage. Krass. Das ist, glaube ich, echt so ein Diablo-Spiel. Dann gleich ist weg. Ja, Leute. Da wir jetzt 1.40 Uhr haben und die Folge 18 Minuten geht und wir einen Dungeon gesehen haben, würde ich sagen, das war es erstmal mit einem kleinen Einblick in The Slawmancer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es mir gerne sagen, dann mache ich gerne mehr. Oh, ich habe gerade gesehen. Ancestral Legacy. Kann ich das schnell noch zeigen? Ja. Es gibt einen Skill Tree wie in Path of Exile. Content unavailable at this stage. Ah, okay. Der ist noch nicht ganz ausgereift. Aber man sieht, wo das Spiel hingehen soll. Was sehr cool ist, dass man die ganze Zeit neu skillen kann. Book Smash. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gern Abos da, Likes da. Sagt mir in den Kommentaren, wie ihr das Spiel findet. Lasst mir einfach so Kommentare da, freut mich. Ich freue mich über jedes einzelne Kommentar, wirklich. Wie so ein Honigkuchenpferd, Leute. Dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder in einem anderen Video. Ciao, ciao, Leute.